Hallo Freunde von YouTube, hier ist Marco Maribello. Ich bin wieder da, mein Kanal bekommt ein neues Video und zwar geht es heute um ein Softcase, was ich gekauft habe. Es geht hier um, ich pack's mal gerade aus, dieses kleine Teil. Na, wer errät's schon, was da reinpasst? Ich verrate es euch im nächsten Clip. Lange Zeit habe ich meine Mikrofonfunke hier in diesem Case drin gehabt. Ich mach's mal gerade auf hier mit euch zusammen. So, einmal, zweimal und ab. Da drin habe ich mein Beyerdynamic TGX60 verbaut und dieses Case wird ersetzt werden gegen ein viel kleineres. Und zwar dieses hier von der Firma Gator Cases. Das ist eine kleine Schmiede, die sich auf Soft Cases spezialisiert hat, unter anderem. Und das, was da drin ist, dieses kleine Mikrofon, halbe 19 Zoll Bauweise, wird gleich da drin verschwinden. Und die Abmaße sind natürlich wesentlich kleiner, denn Truck Space im Auto ist rar geworden und da suche ich natürlich immer wieder nach Lösungen, wie ich möglichst schnell aufbauen kann, aber auch das Equipment noch irgendwie einigermaßen geschützt ist. Und ich finde, dieses kleine Teil hier wird seinen Zweck erfüllen. Wenn es gleich umgebaut ist, werde ich euch zeigen, wie das aussieht. Und bis dahin ein wenig Geduld. Bis gleich. So, ich habe meine Umbauarbeiten fertig. Hier ist es drin. Mein Mikrofon, was mich immer auf allen Jobs begleitet. Wollen wir mal reinschauen, ne? Wie es denn geworden ist. Also, auf geht's. Hier seht ihr vorne wunderbar geschützt. Mein Empfänger, 9,5 Zoll in der Breite, passt da rein. Ein Handsender passt da rein. Alles gepolstert, schön sicher verpackt. Einmal wieder zu das Ganze. Gucken wir uns dann auch mal hinten an, wie es da aussieht. Hier hinten mit Antennen eingebaut. Stromkabel, ne, einfach in die Steckdose fertig. Antennen ausklappen, die können nämlich dranbleiben an meiner Funke. So sieht es von hinten aus. Alle Anschlussfelder sind leicht zugänglich. Und hinstellen, anschalten, fertig. Das war's. Das Case kostet so um die 30 Euro, glaube ich. Und kommt von der Firma Gator Cases. Schaut euch um, gibt es im Netz alle weiteren Details. Ich würde sagen, das war's von meinem Quick. Bis demnächst. Ciao, ciao, bye, bye. Euer Marco Maribello.